Erstmals hat eine der Kriegsparteien in der Ukraine Todesurteile gegen Gefangene der Gegenseite verhängt. Die prorussischen Separatisten in Donetsk wollen drei Ausländer hinrichten, die in den Reihen der ukrainischen Armee gekämpft haben. Der Vorwurf: Terrorismus. Kiew hingegen spricht von einem politisch motivierten Prozess und verlangt die Behandlung der Verurteilten als reguläre Kriegsgefangene. Christoph Hipp. Sie seien schuldig, sich als Söldner aktiv an einem Umsturzversuch beteiligt zu haben, hätten zudem gestanden, in Terroranschlägen geschult worden zu sein. Ein Gericht der prorussischen Separatisten in Donetsk verhängt deshalb die Höchststrafe. Die drei Männer, zwei Briten und ein Marokkaner, sollen hingerichtet werden. Ich hatte gehofft, dass das Urteil gerechter ausfallen würde, weil ich bei den Ermittlungen geholfen und weil ich mich ergeben habe. Ich wünschte, es könnte anders sein, aber Gott wird über mich richten, wenn die Zeit gekommen ist. Die beiden Briten waren Mitte April in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol von prorussischen Kräften gefangen genommen worden. Beide sollen schon vor dem Krieg in der Ukraine gelebt und auch dort geheiratet haben. Im Januar hatten sie sich von einem Kamerateam des Senders Sky begleiten lassen. Ich bin mit einer Ukrainerin verheiratet. Ich habe jedes Recht, hier zu sein. Meine Kameraden wissen, dass ich kein Kriegstourist oder Kriegsjunkie bin. Ausländer in der ukrainischen Armee seien reguläre Soldaten und müssten auch so behandelt werden, heißt es unterdessen aus Kiew. Und auch die britische Außenministerin Liz Truss twittert, die Männer seien Kriegsgefangene. Die Todesurteile Scheinurteile ohne jegliche Legitimation. Dem widerspricht der Gerichtsvorsitzende in Donetsk. Bei seiner Entscheidung hat sich das Gericht nicht nur von geschriebenen Normen und Regeln leiten lassen, sondern auch von dem wichtigsten unveränderlichen Grundsatz der Gerechtigkeit. Der erlaubte es, diese schwierige und harte Entscheidung zu treffen, das Todesurteil gegen die Angeklagten zu verhängen. Wie es heißt, könnte die Hinrichtung durch Erschießen vollzogen werden. Noch haben die Verurteilten aber die Möglichkeit, in Berufung zu gehen. Laut russischen Medien könnten sie zudem ein Gnadengesuch stellen. Werde dieses angenommen, könne die Todesstrafe umgewandelt werden in lebenslange Haft oder 25 Jahre Strafkolonie.